Hey Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Weiter geht es. Ja, ich habe es eben mal ganz kurz mit dem Xbox Gamepad versucht. Das könnt ihr vergessen. Könnt ihr das? Das ist der letzte Mist. Denn man kann damit nicht richtig manuell fixieren eben, die Gegner anvisieren. Und das wird mir zum Verhängnis hier. Ich zeige euch gleich warum. Nee, ich habe es ehrlich ein paar Mal versucht und das ging einfach nicht. Ich muss mal kurz... So, ihr habt jetzt vielleicht den Sound gehört. Ich habe kurz den Xbox Gamepad rausgezogen, weil sonst hört man das die ganze Zeit und das ist doof. Ich habe einfach die Steuerung umgestellt und jetzt sollte es passen soweit. Schauen wir einfach mal, wie es klappt. Jetzt kommt nämlich was Schönes. Okay, geht gleich viel besser. Ich habe das Ding vorhin nicht mal anvisiert bekommen, Leute. Und schade. Ja, ich habe das Ding nicht getötet bekommen. Das ist an mir vorbeigesprungen. Ich habe es aus dem Fokus verloren, war zuerst ganz panisch, so wie jetzt. Habe es dann nicht mehr anvisiert bekommen und dann war es aus. Total ranzig, das Ganze. Wow, und durchgerollt. Sehr schön. Aha. Das sieht aber ein bisschen länger aus. Warte mal. Warte mal, kann ich das schieben, das Teil? Tatsächlich. Komm schon. Das ist auch ein bisschen seltsam, diese Steuerung. Wenn man es noch gewohnt ist, die Dinge immer nur auf geraden Ebenen lenken zu können, dann... Oh, oh. Oh. Das war böse, du. Das ist böse. Kann ich da vielleicht drauf? Nein. Ah. Das ist unheimlich. Wer weiß, wie lange der Käfig hält. Oh. Ewig bestimmt nicht. Oh Gott, Leute, ich hab Angst. Oh. Aber komisch, dass sie ihn noch schieben kann, während er eingequetscht ist. So, komm, das mache ich nicht weiter. Dafür habe ich zu viel Angst, dass ich jetzt noch gequetscht werde. Na gut, Na gut, na gut, na gut. Es geht ja ganz schön kurios los hier, ne? Geduld und Beharrlichkeit. Aha. Das habt ihr mir schon geschrieben, dass die Rätsel hier auf jeden Fall besser sind. Warte mal. Was? Wie kann ich nochmal das Fernglas? Leute, ich hab mir das schon wieder... Nee, nicht auf Ende. Das war entfernen. Ich muss mir das alles nochmal anders einstellen. Bild? Ja, mit Bild. Warte mal. Oh, Leute, wie mich das jetzt wieder nervt. Ich muss nochmal ganz kurz in die Optionen. Steuerung konfigurieren. Ja, da seht ihr noch die Xbox-Buttons. Hat er wohl noch nicht aberkannt, dass ich das jetzt rausgenommen habe. Granate manuell zielen. Warte mal, kann ich das nicht umlegen? Fernglas. Mache ich mal auf G. Und, wo ist jetzt dieses... War das hier PLS? Entfernen. Das mache ich mal auf V. So. Manuell zielen, hat einblenden mit J. Aha. Nee, das müsste eigentlich jetzt schon gereicht haben, oder? Lass mich mal da raus. Lass mich raus. So. G und jetzt V. Hä? Ach, mit E geht das. Warte. Das ist der Mechanismus. Okay, hab's geschnallt. Jetzt auf. Ja, okay, dann ist. Das ist ein Mechanismus. Das lässt sich sicher bewegen. Ach so. So kann ich alles analysieren. Lässt sich das bewegen? Warte mal. Warte mal, das kriege ich so raus. Also hier ist so eine Art Wippe. Mal wieder. Ah, ich verstehe. Ich muss wohl die beiden Schalter beschweren. Ich muss mich bei den Schaltern beschweren. Es kann so nicht weitergehen. Wahrscheinlich mit den Kisten hier, diese Käfige draufschieben. Ah, das ist so doof. So ein bisschen umgekehrt. Wenn ich nach rechts drücke, dann dreht es sich nach links mit der Kiste und so weiter. Ah ja.
So, jetzt haben wir hier noch einen Käfig. Warum sieht's da so nass aus? Ja, weil es nass ist! Oh Gott! Bin ich erschrocken wieder, ne? Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Ja, Lara, aber du bist ihm beinahe zur Beute geworden. Wollte ich dir nur mal so sagen, meine Liebe. Da, guck, das ist total dämlich mit dem Ding. So, warte mal. Ach, komm schon. Ich glaube wirklich, mit Pet wäre es leichter, aber ich komme damit nicht zurecht. So, ich habe da schon eine Idee. Müssen wir das vielleicht ausnutzen? Ja, warte. Kann ich den Käfig da drauf schieben? Das wäre jetzt die andere Frage. Dann würde ich nämlich schon mal einen Plan im Kopf haben. Ja, habe ich. Okay, ich habe einen Plan, Leute. Ich habe einen Plan. Kann ich den da hochkatapultieren, wenn ich drauf springe? Ja, kann ich sogar. Wow, wie der fliegt. Alles klar, ich habe das Rätsel gelöst. Warte. Das mache ich jetzt nochmal mit diesem hier. Also so schwer war es jetzt auch nicht, aber ein bisschen einfallsreicher als die im Remake. Oder Relaunch, eher gesagt. Ist ja kein Remake. Tomb Raider Relaunch. Und ich bin mal gespannt, was die da noch so zaubern. Es wurde ja schon quasi angekündigt, dass es da einen Nachfolger hat. Oder dass es schon einer in der Entwicklung ist. Oh Leute, wird das super. Aber vorher möchte ich noch die hier durchbekommen, wenn es geht. Also Legend, Underworld, Anniversary. Nicht in der Reihenfolge, aber ihr wisst schon, was ich meine. Gut, dann zack. Ja, wie das klappt. Guck mal. Oh, cool. Ich habe sogar geschafft, die zu stapeln. Bin ich nicht ein Naturtalent, was Käfige schmeißen angeht? Ich glaube, ja. Na toll, aber der bleibt jetzt da oben nicht hängen, oder? Oh, 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 oh. Tod durch Käfig. Das wäre jetzt ein ätzender Tod, wirklich. So, komm. Schieb mal drauf. Mach schon, Lara. Warum geht das nicht? Hallo? Vielleicht mit Schmackes, komm. Ja. Ja. Warte mal. Ich meine, es wäre jetzt naiv, einfach weiterzugehen, finde ich, denn hier ist da bestimmt noch was versteckt. An Schätzen oder so. Ja, ich sehe das schon, dass es hier langklettern, oder? Ja, kann man. Warte mal. Warte mal. Ach nee, das ist der reguläre Weg, oder wie? Sieht zumindest so aus. Och Mann. Da will ich mal schlau sein und dann kommt sowas bei raus. Finde ich unfair. Ja, doch, da muss ich dann rüberschwingen, scheinbar. Warum habt ihr jetzt immer noch B-Button? Das finde ich bescheuert. So, ja, ich kann mir schon denken, wie das funktioniert. Grundlegende Adventure- oder Action-Adventure-Steuerung, besser gesagt. Tap. Warum gehen auf einmal die Frames in die Knie, frage ich mich. Da oben ist was. Seht ihr das? Den Schatz? Oh, was machst du denn? Und da ist noch einer. Verdammt! Ich hab's so gewusst, Leute. Ja, und jetzt will ich auch noch Lebensenergie als Dank dafür. So, komm. Hallo. So. Kann ich da an den Schatz rankommen oder ist das nicht möglich? Nee, hier gibt's keine Seite zum Festhalten. Ach man, jetzt muss ich ja wieder ganz außenrum hochklettern und ne. Hätte ich das nicht irgendwie anders lösen können? Vielleicht so eine Brücke runterklappen, dass ich den Weg überhaupt nicht mehr gehen muss. Das wäre natürlich optimal. Aber ich befürchte, das haben sie nicht eingebaut, diese Komfortoption. Oh. Ja, okay. Ich darf die Taste nicht mitdrücken, wo sie hinschaut. Ich muss einfach nur springen. Nämlich jetzt. Oh, okay. Aber ist alles machbar. Die Steuerung wird mir noch in Fleisch und Blut übergehen. Ich bin halt noch die andere gewohnt. Die war einfach perfekt, Leute. Naja gut, nicht immer perfekt, aber die 2013er war wirklich schon nah an der Perfektion, finde ich. Zumindest mit Maus und Tastatur konnte ich das sehr, sehr gut kontrollieren für meine Zwecke. Fand ich doch sehr toll. So, nein, hier. Und hier ist es vielleicht wieder ein bisschen fummelig, weil es halt immer diese Triggerpunkte gibt, wo man was machen kann. Irgendwie, kommt mir leicht so vor. Aber gut, das hätten wir schon mal. Kann ich mir das vielleicht auch mit dem Haken schnappen? Nee.
Uiuiui. Ich dachte, da wäre keine Ecke zum Festhalten, aber es ging wohl doch. Ja, ich kann ja auch schneller machen. Vergesse ich. Gerne wahrscheinlich noch öfter. Das ist ein silbernes. Guck mal an. Kann ich damit auch schneller? Ach, guck mal hier, wie so eine Weltmeisterin kraxelt sie da drüber, ne? So. Ein silbernes. Das erste silberne. Ist das nicht cool, Leute? So, komm hier. Schnell, schnell, schnell. Warum gehen hier so die Frames runter? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen sie wieder normal. Ich denke mal, diese Kletteranimation, die wird wahrscheinlich den ganzen Speicher verbrauchen, den ich hierfür opfern kann. Ja, weiß man nicht. Und zack. Jawohl, nicht alles nochmal, bitte. Dankeschön. Oh nein. Oh Gott. Bitte keine Quicktimes, Leute. Nee, oder? Da unten war ein Schatz, habt ihr es gesehen? Mann! Ja, und ich atme noch. Ich wollte den Schatz doch so gerne. Naja, lassen wir mal das Licht an. Das sieht übrigens sehr hübsch aus, finde ich. Ach, ich habe Strom. Ah, okay. Oder? Geht die Anzeige leer? Ich sehe es gerade gar nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da runterfallen möchte. Von daher lasse ich es einfach. Warte mal hier. Zack, zack. Es ist voll doof, immer umzugreifen auf E, wisst ihr das? So. Oh nein, da ist wieder irgendein Vieh. Ekelhaft. Ekelhafte Teile hier. Komm, wo seid ihr? Oh nein. Na komm. Ist ein Leoparde. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ein Jaguar könnte es natürlich auch sein. Nee, doch. Vielleicht. Ich kenne mich da nicht so aus, von der Musterung her. Ich weiß nur, dass Panther am coolsten sind, weil die sind schwarz. Dann Black is beautiful. So. Ich muss mich wohl irgendwie hier hocharbeiten an diesen Dingern. Oh Gott, wie die schon aussehen, Leute. Da wird's mir Angst und Bange, du. Warte mal, ist das zum Schwingen? Ah, okay. Ich verstehe. Das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all dem steht nichts in den Büchern, oh. Aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Oh, mein Licht geht leer. Nein. Was? Warum? Ich wollte hier rüber. Warte mal, wie mache ich das? Da muss ich wohl von hier ran springen, um dann hierher Schwung zu kriegen? Nee, warte mal, das geht gar nicht. Ich sehe halt jetzt absolut nichts. Es ist dunkel ohne Ende. Ja, ob ich es überhaupt darauf anlegen soll, mir alle Schätze zu krallen? Ich meine, die... Ja, einige habe ich jetzt eh schon verpasst, von daher. So, komm, schwingen, Lara, schwingen und hier weiter schwingen. Okay. So, warte mal. Zack, 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 zack. Geht ja alles schnell. Okay. Ach, hier. So komme ich an das Schätzelein hier, du. Und auch noch Silber. So. Und schwing dich darüber. Sehr schön. Ein Silberschatz. Ich mache nochmal kurz Licht. Dann sehen wir auch wieder was. Okay, wie komme ich darauf? Ach, guck mal. Guck mal an. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen in der Dunkelheit. Ihr vielleicht schon, wenn ich es euch wieder ein bisschen heller schraube, das Ganze. Wow. Also gut, das war jetzt nicht so schwer. Aber mir gefällt es, dass es wieder so ein bisschen rätsellastiger ist und nicht nur Geballer die ganze Zeit. Ich meine, beides hat Vor- und Nachteile, aber das hier finde ich doch wieder ganz cool. Da kommt wieder die richtige Stimmung auf. Die Grabräuberstimmung. Wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Sieht alles ganz, ja, noch harmlos aus, möchte ich sagen. Aber das kann sich ganz schnell ändern, wenn jetzt wieder der nächste Leopard um die Ecke gesprungen kommt. Ich mach mal Licht aus. Oh, guck mal hier.
Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Was ist passiert, Mutter? Wer ist da? Oh Gott, nein! Mutter! Mutter! Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Okay, okay. Oh! Alter Schwede. Oh. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich baller euch alle ab. Na komm. Du Sackgesicht. Au. Wie, du triffst mich? So, warte mal. Lass mich mal kurz ein bisschen Luft holen, ihr Schweine. So, habt ihr gesehen? Keine Chance gegen Frau Croft. Also die Zielgenauigkeit ist hier nicht das Gelbe vom Ei. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Okay. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extra-Menü einen Blick auf folgende Belohnungen: Zwischensequenzen, Biografien und Objektmodelle. Ja, hat sie so damals ihre Mutter verloren? Ich weiß nicht, ob das in den anderen so klar wurde. In den anderen Spielen. Naja. Ich habe alle Bronze, aber 3 Silber haben mir gefehlt und einen Goldschatz habe ich nicht bekommen. Zeitspiel. Ja, okay. Oh, ich habe neue Kostüme. Ja gut, ich mache einfach mal weiter. Croft Manor. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes. Was für ein Schwert?
Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip, ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Okay, also Lara ist irgendwie die einzige Frau, die es schafft, ein Hüftdekolleté zu schaffen. Ich weiß ja auch nicht. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet? Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Gut, Leute, ich würde aber sagen, bevor wir uns am Marktplatz treffen mit unserem Kontakt, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Besser, ich mache einen Cut. Würde mich freuen auf eure Unterstützung. Das heißt, Kommentare, Bewertungen, lasst sie mir da, gebt sie mir. Und wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Tomb Raider Legend.